So Leute, Arena Time in Pokémon Rot. Ja, wir kämpfen gegen Erika, die vierte Arena da drin. Ist das Wetter nicht wundervoll? Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen, ich bin Erika, die Arenaleiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur, deshalb trainiere ich Pflanzen, Pokémon und achte auf Heilsalbe aus der Natur, die aus Pflanzen und Bäumen gewonnen wird. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut, ich werde ohnehin nicht verlieren. Ja, übrigens, Erika heißt in jedem Land gleich, auch im Japanischen. Ja. Sie setzt Pflanzen-Pokémon ein. Ich habe mich natürlich geheilt und ich denke mal, das wird kein Problem, wenn ihr seht. Ja, wir sind mittlerweile sind 20 Level vor. Ja. Ja. Und anscheinend sind die Arenen leider zu dumm, irgendwelche Heilmittel einzusetzen. Und das ergibt natürlich Level 50, da wir ja so viel bekommen. Ja, jetzt kommt Tangela. Komm, das erledigen wir jetzt noch total schnell. Und wie sieht das aus? Das sieht aus, als ob das ist ja noch dicker, als es jetzt ist. Ja. Also, ja, aber das ging halt damals nicht anders. Auf jeden Fall nicht so originalgetreu. Jetzt kommt noch ein Giflor. Ja, das ist eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, bye bye, und wir haben den vierten Orden gewonnen, den Farborden in diesem Fall. Ja. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe dir den Farborden. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Außerdem können deine Pokémon nun Stärke außerhalb von Kämpfen anwenden. Nimm bitte noch dieses als Geschenk. Was auch immer. Thema 21. Ja, Thema 21 ist mega sauger. Dein Pokémon erhält die Hälfte der KP, die diese Attacke dem Gegner abzieht. Gut, dann bringen wir das doch gleich mal bei. Weil ich meine, es klingt ja vielversprechend. Ich muss außerdem noch ein Nugget verkaufen. Ja. Ja, aber jetzt habe ich natürlich keine Stats-Anzeige. Aber Megasauger. Ja, es gibt ja noch Gigasauger, nicht Alarm. Nein. So. Nun verlassen wir diesen Raum. Oder gab es damals eigentlich schon den Tee? Ich weiß es gar nicht. Oder muss ich mir jetzt was zu trinken kaufen? Also die Alternative. Hier sehen wir übrigens so ein Kreuz. Ja. Ja, weil das, was ich als nächstes machen muss, damit es in der Story überhaupt weitergeht, wäre die, die Silip Scope, und die bekommen wir aus dem Team Rocket Lager, das sich unter ihrer eigenen Spielhalle versteckt. Also das heißt mit anderen Worten, die wollen nicht nur die Welt erobern wollen, sondern außerdem noch Geld mit ihrem Casino verdienen. Das finde ich eigentlich recht interessant und eigentlich auch ein richtig lustiger Funfact, könnte man eigentlich sagen. Ja, doch ich glaube, das werden wir erst im nächsten Part betreten, weil ich gerne noch was machen möchte. Ja. Aber wo bekommen wir bitte schön jetzt den Tee her? Das würde mich schon interessieren. Das würde mich interessieren. Da übergeht's nicht. Okay, da kommen wir irgendwo hin. Ja, übrigens ist hier das Game Freak Hauptlager und hier haben wir so eine Art Tür und da ist was drin. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Game. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Aha. Ja, ich gebe Evoli einen Spitznamen. Ich nenne es einfach nun mal jetzt so, wie es in Englisch heißt. Eevee. Ja, das habe ich natürlich gewusst, dass es hier ein Evoli gibt. Ja. Das finde ich schön und das habe ich auch erwartet. Also das ist jetzt unerwartet, dass praktisch die Entwickler sich selbst im Spiel einprogrammiert haben. Das haben sie auch in den nächsten Generationen gar nicht gelassen. Man kann sogar in Pokémon Schwarz und Weiß gegen den Herr Ken kämpfen. Falls ihr den kennt. Gut, und jetzt hoffe ich wenigstens, dass ich irgendwie
jetzt diesen verdammten Tee bekomme. Wenn nicht, dann weiß ich schon, was ich als Alternative mache. Also von dieser alten Oma bekommt man normalerweise einen Tee. Also, meine treuen Pokémon leisten mir Gesellschaft. Mauzi bringt mir sogar noch Geld nach Hause. Ja, dann nehmen wir halt die Alternative. Wir kaufen einfach Tafelwasser. Ja, also die haben einen richtigen Supermarkt. Und leider wurden die Aufzüge, da gab es damals, okay, es gab schon Aufzüge. Ja, hier findet übrigens auch die Pokémon-Lotterie statt, die allerdings für mich ziemlich uninteressant ist. Ja, ich möchte jetzt gerne ins S4, weil da gibt es nämlich die Getränke. Dünn, dünn. Lalal. Ja, also wir müssen noch einen Stockwerk nach oben, da sind wir auf der Terrasse. Ja. Tafelwasser. Entschuldigt, aber das Geräusch, das ist einfach viel zu erschreckend. Ja. Ja, ich möchte jetzt gerne wieder nach unten, also übertreibt es bitte nicht. Wobei, wir können ja eh nicht, gell, da ist doch ein Relaxo im Weg, mal wieder. Was dann so typisch wäre, dass ich mal wieder was vergessen habe. Es gibt zwei Relaxos. Also wir können nicht dadurch, dafür können wir allerdings dadurch. Und da möchte ich jetzt gerne hin, wegen Fliegen. Ja. Gibt es eigentlich irgendwelche Trainer? Nein, sieht nicht danach aus. Ja, er ist so stolz auf uns, dass wir diesen furchtbar geheimen Ort entdeckt haben. Also, du hast mein Auto noch gefunden. Hier, bitteschön, du bekommst jetzt VM2. Ja, schön. Jetzt haben wir das, was wir brauchen. Und Trouble bringen wir so bei. Übrigens, das BL, das war beabsichtigt, dass das so geschrieben wird. Aber ich gucke mir die Parts selbst kaum an. Sag mal, können wir hier irgendwie uns fortschieben? Nein, können wir nicht. Also wie gesagt, wir müssen jetzt relax weg, kriegen wieder Pokéflöte. Wie bekommen wir die Pokéflöte? Ganz einfach, indem wir im Lavandia-Turm auf den höchsten, oder das heißt der Pokémon-Turm aufs höchste Stockwerk gehen. Können wir da nicht, weil ein Geist im Weg ist, den können wir nicht besiegen, da wir nicht das Silipscope haben. Und jetzt habe ich gerade gedacht, die Stadt wäre verschwunden, doch zum Glück ist sie noch da. Ja, also als nächstes gehen wir ins Rocket Lager. Das, wie gesagt, schon ganz schön kreativ platziert ist. Da, 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 da. Haben wir eigentlich schon den Münzkorb oder wo bekommen wir den? Ja, wir wissen's. Aber das ist mir jetzt auch egal. Niemand braucht dieses dumme Ding. Dieses Spiel. Verschwinde von dem Poster. Ich muss. Ja, also dieses Münzspiel, das ist eigentlich nur so ein Abzugsspiel, das wirklich. Ja. Schon gerecht war, dass es entfernt worden ist, aber wirklich. Mich an Spielautomaten interessiert hat es mich wirklich nicht. Ich war viel zu viel beschäftigt mit dem Hauptspiel. Und an den Level kann man schon sehen, man hätte eigentlich zuvor erst das Lager machen müssen, bevor die Arena eigentlich drankommt. Ja. Pech für mich. Aber ja, was soll's. Heißt einfach nur Rocket, also nicht Rocket Rüpel. Die haben ja bis heute noch keine richtigen Namen. So. Wir sehen uns den Poster. Befindet sich ein Schalter. Einmal bekommt, wo bekommt man den Münzkorb nochmal her? Ich muss es herausfinden, irgendwo später. Ja. Und hier ist, man glaubt es nicht, ein Team Rocket Versteck. Jetzt wird der Part hoffentlich auch ein bisschen länger. Ja, aber trotzdem wird er nur 15 Minuten lang, denke ich, kann ich mehr aufnehmen. Das ist das Problem. Ja.
Also man kann eigentlich schon sehen, dass Level 1 gar dreiste Enttäuschung sind. Wir liegen bei einer 30 Level hinter uns. Ja. Können wir nichts anderes tun, als sie zu besiegen. Eiskalt wie wir sind. Wir sind halt keine Fairplayer. Das Wort Fairplay wurde in unserem Wortschatz noch nicht erfunden. Ja. Ziemlich traurig das Ganze. So, den haben wir besiegt. Dann kommt als nächstes jetzt hier was. Ja. Das hier könntet ihr eigentlich schon mal als Vorgeschmack sehen an das, was bald kommt. Nach dem fünften Orden. Und zwar ein Albtraum von Hauptgebäude. Das, wie ich finde, bis heute noch das Schlimmste ist, was es jemals bei Pokémon gab. Das Schwierigste, das ähnelt sogar beinahe einem Zelda-Dungeon. Und damit meine ich nicht den ersten. Ja. Also das ist wirklich Hardcore. Und in den Remakes von Rot und Blattgrün ist das kaum leichter. Es ist da genauso schwierig. Also es wurde nicht verschwierigt. Es wurde nicht verdifficultigter, sondern es ist einfach so, wie es ist. Ja. Es ist so geblieben, wie es ist. Ja, und hier müssen wir übrigens immer tiefer gehen. Ja. Und das sieht jetzt nicht gut aus, denn der hat ganze 5 Pokémon. Und die eigentlich gar nicht mal so stark sind. Also das ist eigentlich regelrecht machbar. Um es mal ins Negative auszudrücken. Okay, ins Positive eher gesagt. Na, das ist die ganze Zeit so vibriert, aber erstens, ich habe keinen Ständer, wo ich das draufpacken kann. Auf dem Kreideständer ist es mir zu schade. Ja. Aber das kommt vom die ganze Zeit Knöpfe drücken. Ja. Denk gar nicht erst nach, ich sehe die Attacke und setze sie ein. Ja, ein Rasierblatt scheint irgendwie in der Genauigkeit ein bisschen zu schwächeln, das bemerke ich von Part zu Part. Man muss halt mal gedenken, man hatte halt einen ziemlich starken Kämpfer, und zwar Level 16 Radikal im Felstunnel, das ausgetauscht worden ist durch ein Level 13 Ratzfratz. Also, das ist ein Rückschritt, und hier können wir mal wieder die extreme Schnelligkeit sehen. Und ich sehe gerade, dass der Part langsam aber sicher sich einem Ende nähert. Ja, und ich würde sagen, mehr Action gibt's dann im nächsten Part hier im Team Rocket Lager, im ersten Team Rocket Lager, dass es nicht so schlimm ist. Also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!